Hatten wir Sack hier wirklich kein S-Rang-Abschluss einmal gehabt? Naja, wie dem auch sei. Jetzt auf alle Fälle kommt Kapitel 4. Ein Kapitel, was große, weitreichende Veränderungen einleiten sollte. Und Naruto die Anerkennung des Dorfes Konoha endlich sichern sollte. Auch wenn er sich einige Verluste damit einherging. Tja, Akatsuki-Aufruhr. Warte mal, wie sieht es jetzt hier noch aus? Wir haben 7 Hauptepisoden. Okay, da sind sowieso einige Kämpfe dabei. Sasuke gegen Orochimaru. Sasuke gegen Deidara. Tja, jetzt muss man überlegen. Hier auf jeden Fall der Kampf Naruto gegen Pain. Das ist auf jeden Fall klar. Also der zweite Kampf ist Sasuke gegen Deidara. Dann muss er sagt, der dritte Kampf Sasuke gegen Itachi sein. Doch was kommt denn jetzt, sagt, hier danach noch? Es war natürlich Narutos Training, sagt, auch mit dabei. Aber das wird, sagt, hier sicherlich, sagt, nicht mit reinkommen. Ich bin mal gespannt. Jetzt beginnt allerdings erstmal die Rebellion. Sasuke. Moment, das müssen wir jetzt alles, er sagt, nochmal neu machen. So, zurück zur Geschichtstafel und die Rebellion nochmal von vorne abspielen. Und jetzt erstmal die Finger gleich weg. Vom Control Pad. Narutos Sieg über Kakuzu zeigte, wie viel er gelernt hatte. Und auch unter Orochimarus Gefolgsleuten gab es große Veränderungen. Sasuke hatte sich endlich gegen seinen Meister erhoben. Im Gegensatz zu Orochimaru, der stark geschwächt worden war, nachdem der dritte Hokage seine Arme versiegelt hatte, hatte Sasuke nun die Stärke erlangt, seinen alten Meister zu überflügeln. Sasuke hatte keine Verwendung mehr für ihn. Sasuke wollte Orochimarus Macht für sich gewinnen und versuchte daher, seinen Meister zu töten. Ich wusste, dieser Moment würde kommen, Sasuke. Es gibt nichts mehr, das du mir beibringen kannst. Ich bin fertig mit dir. Jetzt wird es enden. Ah, stimmt ja, der Kampf Jiraiya gegen Pain. Der kommt ja auch noch. Aber das wären dann insgesamt erstmal 4 wichtige Kämpfe. Die anderen 3 wichtigen Kämpfe, die fehlen da jetzt, sagt noch in meiner Erinnerung. Also Jiraiya gegen Pain war auf jeden Fall einer der wichtigen Kämpfe. Naruto gegen Pain. Wäre dann Nummer 5. Theoretisch müssten dann noch 2 weitere Kämpfe theoretisch kommen. Oder ich habe hier irgendwas noch vergessen, was er sagt, hier reinpassen könnte. Hiroshima, ich bin stärker als du. Wie das kleine Küken doch fiel. Ich schätze, das Küken ist alles, was du finden konntest. Bei Itachi hat es nicht funktioniert. Hast du es deswegen auf mich abgesehen? Letztendlich hast du es nicht geschafft. Du konntest nicht an die Uchiha herankommen. Schweigen sie deswegen. So genial du auch sein magst. Im Vergleich zu den Uchiha bist du nur ein ganz normaler Mensch. Du kannst nicht gewinnen, Orochima. Du wirst niemals dazu. Nimm das! Du bist vielleicht die erste Person, die mich nie so zum Lachen bringt.
erstaunlich, dass du dich so gut angestellt hast. Also. Ich lass dir also. So langsam. Okay, das war leider nix. Das Ende mit einer Geheimtechnik haben wir jetzt noch nicht erreicht. Ich bin stärker als du. Wie das kleine Küken doch. Ich schätze, das Küken ist alles, was du finden konntest. Bei Itachi hat es nicht funktioniert. Hast du es deswegen auf mich abgesehen? Letztendlich hast du es nicht geschafft. Du konntest nicht an die Uchiha herankommen, geschweige denn zu bezwingen. So genial du auch sein magst. Okay, das müssen wir jetzt nochmal wiederholen. Das ging jetzt, der sagt, leider überhaupt nicht gut. Orochima, ich bin stärker als du. Wie das kleine Küken doch erwischt. Ich schätze, das Küken ist alles, was du finden konntest. Bei Itachi hat es nicht funktioniert. Hast du es deswegen auf mich abgesehen? Letztendlich hast du es nicht geschafft. Du konntest nicht an die Uchiha herankommen. Schweige, sie bezwingen. So genial du auch sein magst. Im Vergleich zu den Uchiha bist du nur ein ganz normaler Mensch. Nimm das! Du kannst nicht gewinnen, Orochimaru. Du wirst niemals dazu in der Lage sein, meinen Körper zu stehlen. Erwischt! Du bist vielleicht die erste Person, die mich je so zum Narren hielt. Nimm das! Verglichen mit einem Uchiha ist jedes Genie nur mittelmaß. Gut, genau das wollte ich jetzt Sasaki erreicht haben. Da haben wir 3 Versuche gebraucht. Eine Schlange auf dem Erdboden träumte davon, über den Himmel zu gleiten, obwohl es unmöglich war. Trotzdem hat sie vergeblich ein Vogelküken in ihrem eigenen Nest genährt, ohne zu erkennen, dass es zu einem Falken und sie selbst zu seiner Beute geworden war. Das kann doch nicht sein! Ich bin Orochimaru. Ich bin unsterblich. Ich werde hier nicht sterben. Ich bin der, der die Geheimnisse der Natur lüften wird. Ich bin der, der alles erlangen wird. Ich werde mir deine Kraft holen. Durch Sasukes unglaublich starkes Dojutsu wurde Orochimaru gestürzt. Nachdem er so lange gewartet hatte, konnte Sasuke nun endlich seine Rache planen. Na gut. Das war perfekt gewesen. Und hier, als nächstes kommt das der Kampf gegen Deidara. Und dann erstmal noch ein paar Rückblicke. Das Ziel von Orochimaru bestand darin, Ninjutsu zu erforschen. Er hoffte darauf, alle Jutsu zu erlernen und so die Wahrheiten dieser Welt zu verstehen. Das war auch die Motivation hinter seiner Suche nach Unsterblichkeit. Orochimaru begann sich mit verbotenen Jutsu zu beschäftigen und verließ Konohagakure, um sich den Akatsuki anzuschließen. Dort griff er Itachi an, ein anderes Mitglied der Akatsuki, um seinen Körper als Gefäß für die Wiederbelebung zu nutzen. Aber Itachi wehrte sich mit Dojutsu.
Orochimaru wollte an das Sharingan der Uchiha-Clans kommen und wählte statt Itachi Sasukes Körper als Gefäß, doch er verlor auch den Kampf gegen Sasuke. Entgegen aller Erwartungen nutzte Sasuke letztlich Orochimaru. Sasuke besiegte seinen Meister und besuchte dann die zahlreichen Verstecke von Orochimaru, die dieser überall im Land angelegt hatte, um Kontakt mit denen aufzunehmen, die er schon eine Weile im Auge hatte. Suigetsu Hosuki war im Besitz von Sabusos Scharfrichterklinge, Karin besaß wichtige Sinnesfähigkeiten und Yugo verfügte über die Macht, aus der Fluchmale geformt worden. Nachdem er diese Bande von bösartigen Ninjas versammelte, gründete Sasuke das Hebi-Team. Hebi sollte nur einem Ziel dienen, der Vernichtung von Itachi Uchiha. Sasuke versammelte Gefolgsleute um sich und gründete eine kleine Einheit namens Hebi. Dann begann er, Rachepläne gegen Itachi zu schmieden. Das Akatsuki-Mitglied Deidara startete einen Überraschungsangriff, als Sasuke von seinen Verbündeten getrennt war. Deidara wollte eigentlich den verräterischen Orochimaru töten. Er nahm es Sasuke übel, dass er ihm zuvorgekommen war. Sasuke steckte ein Ninjutsu von Deidara ein, das zuvor Gaara bezwungen hatte. Du wirst mir etwas über Itachi erzählen. Wenn du mich besiegen kannst, sage ich dir alles. Naja, so viel zu erzählen hat er am Ende eigentlich nicht gehabt. Das ist nicht gerade so überraschend, wenn wir gegen jemanden kämpfen, der Sprengstoff benutzt. Kind wie du hat Orochimaru erledigt? Sei nicht so stolz. Du hattest nur Glück. Du Kleiner. Hey, Tobi! Schau nur, wie wütend er ist. Nimm das! Der Typ ist es wert, auseinandergenommen zu werden. Ach, wir müssen uns wohl später bei Itachi entschuldigen. Deidara! Der Typ ist viel zu schnell. Wir kommen nicht ansatzweise hinterher. Du hast die Maske gehört. Es hat keinen Zweck, weiter zu kämpfen. Du hast verloren. Jetzt erzähl mir von Itachi. Hör auf zu quatschen, du Trottel. Wir fangen doch gerade erst an. Du willst weitermachen? Nein! Nimm das! Er hört jetzt auf! Die Uchiha nicht. Na bitte, endlich mal ein S-Rang! Hast du etwa so wenig Angst vor mir? Aber Deidara wurde wütend, als Sasuke Informationen über Itachi verlangte, da er das Gefühl hatte, seine Kunst würde abgewertet. Der wahre Grund, warum Deidara so von Sasuke besessen war, lag darin, dass er in Itachi in der Vergangenheit einmal die Kunst gespürt hatte. Ich werde dir meine größte, ultimative Explosion zeigen.
Hat er etwa... Widerstand ist zwecklos. Vor einer Explosion kannst du nicht weglaufen. Du wirst in tausend Stücke gerissen werden. Bekommst du es mit der Angst zu tun? Kauere voller Furcht, fliehe in Verzweiflung, weine Sturzbäche. Denn meine Kunst ist eine Explosion! Voller Wut sprengte er sich selbst in die Luft, um die ultimative Kunstform zu erlangen und zugleich Sasuke zu töten, der Deidara derart gekränkt hatte. Sasuke setzte jedoch ein Raum-Zeit-Jutsu ein, bevor ihn die Explosion traf, und konnte so entkommen. Deidaras Kunst konnte den Uchiha nichts anhaben. Und somit rücken wir es weiter vor zu Itachi. Der Kampf der Brüder kommt ja gleich wieder zum Zuge. Obwohl, nein. Naruto kommt erstmal zum Zuge. Die Zufallsbegegnung mit Itachi, das war also davor noch. Aber es war ja eigentlich im Anime kein richtiger Kampf gewesen. Aber gut, das er sagt zuvor noch und danach. Kommt er sagt der Kampf? Sasuke gegen Itachi und mal kurz sehen. 1, 2, 3, 4. Okay, hier... Okay, genau hier müsste der Kampf gegen Jiraiya gegen Pain eigentlich sein. Hier wiederum, er sagt die Invasion. Pain in Konoha. Und das müsste der letzte Schlagabtausch sein. Zwischen Pain und Pain und Naruto. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Die Akatsuki waren fest entschlossen, mit Hilfe von Bijuu die Weltherrschaft zu erlangen. Beim Versteck des Anführers Pain tauchte ein seltsamer Mann auf. Er zeigte sich erfreut darüber, dass Sasuke die ganze Kraft seines Sharingans in einen Kampf mit Deidara entfesselt hatte. Er befahl Pain daraufhin, Jagd auf Naruto zu machen, um den Neunschwänzigen gefangen zu nehmen. Der Name des Manns war Tobi. Er war ebenfalls ein Mitglied der Akatsuki und hat zusammen mit Deidara gegen Sasuke gekämpft. Aber ohne ein Anzeichen seines sonst so albernen Verhaltens behauptet er dann, Madara Uchiha zu sein. Ich muss ehrlich sein, ich hatte dabei damals die ganze Zeit irgendwie so, naja, die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Tobi vielleicht ein Klon Madara Uchihas gewesen wäre. Aber einige Zeit später hatte sich ja sowieso die Wahrheit offenbart gehabt, mit der ich persönlich nicht gerechnet hatte. War zwar jetzt ein bisschen voreilig, das erwähnt zu haben, aber trotzdem. Habe ich jetzt. Aber war ja leider nicht so. Inzwischen waren Gerüchte über Sasukes Sieg über seinen alten Meister Orochimaru bis nach Konoha durchgedrungen. Naruto und seine Verbündeten begannen nach Sasuke zu suchen. Sie konzentrierten sich dabei auf Sasukes Ziel, Itachi von den Akatsuki. Und so war es schließlich Naruto, dem es gelang, sich Itachi im Kampf zu stellen. Wenn ich dich gefangen nehme, kann ich Sasuke sehen. Du entkommst mir nicht. Warum bist du so fixiert auf meinen Bruder? Er ist ein Abtrünniger. Warum ich so auf ihn fixiert bin? Das kann ich dir erklären. Weil ich für ihn mehr wie ein Bruder bin, als du es jemals gewesen bist.
Naja, trotzdem, ich bleib dabei, das war eigentlich im Anime kein richtiger Kampf gewesen zwischen den beiden. Du sagtest gerade, Sasuke sei wie ein Bruder. Was wäre, wenn Sasuke Konoha anwandte? Was würdest du... Ich würde das Dorf verteidigen und Sasuke aufhalten, ohne ihn zu töten. Du bist ja so ein Kindskopf. Aus dir sprechen Wunschträume. Ein Ninja muss oft schmerzliche Entscheidungen treffen. Ich weiß, das hat schon einmal jemand zu mir gesagt. Aber in diesem Fall habe ich keine Wahl. Denn ich stehe immer zu dem, was ich verspreche. Das ist mein Ninja-Weg. Naruto, so mein. Wenn ich dich jetzt besiege, kommt Sasuke bestimmt wieder mit zurück. Aber nur, wenn alles nach deinem Wunsch ist. Hierher! Zu lang! Zu lang! Och, jetzt mach mal nicht diesen hier, Itachi! Amaterasu! Nein, es ist noch nicht vorbei! Hierher! Hierher! Das hätte jetzt wieder mal nicht richtig funktioniert. Plan B einleiten. Du sagtest gerade, Sasuke sei wie ein Bruder für dich. Was wäre, wenn Sasuke Konoha angreifen würde? Was würdest du dann tun? Ich würde das Dorf verteidigen und Sasuke aufhalten, ohne ihn zu töten. Du bist ja so ein Kindskopf. Aus dir sprechen Wunschträume. Ein Ninja muss oft schmerzliche Entscheidungen treffen. Ich weiß, das hat schon einmal jemand zu mir gesagt. In diesem Fall habe ich keine Wahl. Denn ich stehe immer zu dem, was ich verspreche. Das ist mein Ninja-Weg. Feuer verstecken! Nutze das Land im Feuer! Naruto Uzumaki, du bist stärker geworden. Wenn ich dich jetzt besiege, kommt Sasuke bestimmt wieder mit zurück. Aber nur, wenn alles nach deinen Wünschen läuft. Hierher! Wenn ich dich besiege, kommt Sasuke zurück nach Konoha. Also, fangen wir an! Na bitte, perfekt! Ich habe meine Kraft mit dir geteilt. Was soll das denn jetzt bedeuten? Warst du nicht hinter mir her? Ich gehe jetzt. Ich muss mich um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Nachdem Itachi erfahren hatte, was Naruto über Sasuke dachte, hatte er kein Interesse mehr an einem Kampf und ging. Damit hatte er die Chance verpasst, den Jinchuriki Naruto zu bezwingen. Aber Itachis seltsames Verhalten ergab für Naruto keinerlei Sinn. Ja, gut für uns allerdings.
Okay, damit habe ich jetzt gesagt nicht gerechnet. Der Kampf Sasuke gegen Itachi war woanders. Zuvor kam er, sagt doch der Kampf Jiraiya gegen Pain? Also den Ablauf hatte ich jetzt wirklich ein bisschen anders in Erinnerung gehabt. Jiraiya schlich sich nach Amegakure, um Informationen über Pain zu sammeln, den Anführer der Akatsuki. Dort traf er auf seinen ehemaligen Schüler Nagato, der sich nun Pain nannte. Während des dritten großen Ninja-Krieges kehrte Jiraiya von einer Schlacht bei Amegakure heim und traf dabei auf Yahiko, Konan und Nagato. Jiraiya beschloss sich, um die drei Kriegsweisen zu kümmern, solange sie das noch nicht selbst konnten. Aber zu seiner Überraschung musste er feststellen, dass Nagato im Besitz des wichtigsten der drei großen Dojutsu war, Rinnegan. Nachdem Jiraiya Nagato und die anderen beiden 3 Jahre lang ausgebildet hatte, trug er ihn auf, ins Land zu ziehen und Gutes zu tun. Dann verließ er Amegakure in Richtung Heimat. Als er erfuhr, dass Nagato und Konan zu den Akatsuki gehörten und dass Yahiko gestorben war, beschloss Jiraiya, gegen seinen früheren Schüler zu kämpfen und die Pläne der Akatsuki zu durchkreuzen. Aber eigentlich kam zuvor auch der Kampf Jiraiya gegen Konan, der allerdings jetzt hier auch ausgelassen wurde. Nachdem er den Aufenthaltsort des angeblichen Anführers der Akatsuki erfahren hatte, schlich sich Jiraiya allein nach Amegakure. Dort traf er auf Pain, der sein früherer Schüler zu sein schien. Pain wollte Waffen herstellen, die mit Hilfe der geschwänzten Tiere verbotene Jutsu einsetzen. Eigentlich wollte Jiraiya in Amegakure nur Informationen sammeln, aber dann entschloss er sich, Pain aufzuhalten. Ihm kam der Begriff Kind der Prophezeiung in den Sinn, der ihm einst offenbart worden war. Es hieß, dass ein Schüler Jiraiyas entweder Frieden oder Vernichtung bringen würde. Er beschloss, sich Pain entgegenzustellen und so die Fehler seines Schülers wieder gut zu machen, um die Pläne der Akatsuki zu durchkreuzen. Ich werde dieser elenden Welt ein Ende machen. Das ist der Wille Gottes. Du bist Gift für diese Welt. Ich übernehme die Pflicht, dich zu vernichten. Das ist das Letzte, was ich als Meister noch für dich tun kann. Okay, besiege Pain. Mit mehr als 60% Gesundheit abschließen. Erledige den Feind mit einer Geheimtechnik. Also auch mal hier wieder mal kein Erwachen einsetzen. Rinnegan wurde vom Himmel in eine Welt des Chaos herabgesandt. Deshalb glaubte ich, dass du die Welt aus dem Chaos in die Ordnung führen würdest. Aber ich habe mich geirrt. Die Akatsuki verbreiten nun Chaos. Anscheinend ist in deiner Entwicklung etwas schiefgelaufen. Diese Welt hat sich nicht entwickelt. Aber wir schon. Sodass wir diesen erhabenen Zustand erreicht haben. Aha, was du nicht sagst. Ich gewinne. Komm schon. Hier. Hier. Rasengan. Ganz gleich, was es kostet. Ich werde weiter für wahren Frieden kämpfen. Aber um wahren Frieden zu erlangen, muss die Welt zuerst den Schmerz kennen. Ich dachte, als meine Schüler würdet ihr euch zu guten Menschen entwickeln. Komm schon! Ich habe nie bezweifelt, dass ihr eure Macht nutzen würdet, um eure Lieben zu schützen. Doch offenbar habe ich mich geirrt. Auf Wiedersehen.
Na, kommt jetzt noch ein weiterer Kampf oder war's das? Das war's. Pain war in der Lage, sich wiederzubeleben. Ganz gleich, wie oft er im Kampf fiel. Jiraiya unterlag ihm. Naruto. Du hast nie aufgegeben, was auch war. Also, als dein Lehrer, darf ich das selbstverständlich auch nicht. Mit letzter Kraft hinterließ Jiraiya einen Hinweis darauf, woher Pain seine Macht bezog. Denn er glaubte, dass Naruto das Kind der Prophezeiung war, das Frieden bringen würde. Und ich glaube jetzt so langsam, der Kampf Sasuke gegen Itachi war ja wirklich ein bisschen später gewesen. Naruto und Co. waren auf der Suche nach Sasuke gewesen. Währenddessen war er, sagt ja, das hier gewesen. Also Jiraiya gegen Pain. Und ja, sie haben Sasuke nicht gefunden, sind dann zurück nach Konoha gekommen und haben dann erstmal diese schreckliche Nachricht erfahren. Dass Jiraiya im Kampf gegen Pain unterlag. 84%. Also da hätte doch mal eine 100 drin sein müssen. Ach, jetzt also doch noch der Kampf gegen Itachi. Jiraiya erlitt einen tödlichen Treffer im Kampf mit Pain. Als er nach und nach das Bewusstsein verlor, erinnerte er sich an ein Gespräch mit dem vierten Hokage, Minato Namikaze. Minato war sehr angetan von einem Helden in einem Buch, das Jiraiya geschrieben hatte, der sehr hartnäckig war und niemals aufgeben wollte. Da die Geburt seines Kindes kurz bevorstand, wollte Minato ihm den Namen dieses Helden geben, in der Hoffnung, dass es ebenso hartnäckig sein würde wie dieser Held. Niemals sein Wort brechen und niemals aufgeben. Das waren die Prinzipien von Narutos Ninja-Weg und er hatte Jiraiya seinen Namen zu verdanken. Das ist aber jetzt an dieser Stelle ein ziemlich großer Spoiler gewesen. Jiraiya hatte vom großen Kröten-Eremiten des Myoboku-Bergs eine Prophezeiung erfahren, laut der sein Schüler für einen großen Umsturz in der Ninja-Welt sorgen würde. Jiraiya war überzeugt, dass es sich bei Naruto um das Kind der Prophezeiung handelte und vertraute seinem Schüler alles an, was zu tun war. Dann sank er in die Tiefen des Meeres, zufrieden über den Abschluss seiner Geschichte. Trotzdem, diese Information, dass Naruto der Sohn des vierten Hokages war, das kam erst später, während des Kampfes gegen Pain heraus.